Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Eigentlich habe ich das Video schon heute Morgen aufgenommen, allerdings habe ich nicht gemerkt, dass OBS hier unten da kein rotes Symbol hat. Das ist quasi das Zeichen dafür, dass er aufnimmt. Und ja, ich habe natürlich geredet und naja, das hole ich jetzt nach. Hoffentlich ist es nicht zu spät für einen oder anderen, aber keine Sorge, die Software gibt es für alle. Das ist also nicht wie den Steam Key, das war ja auch so eine Aktion, findet hier oben nochmal eingeblendetes Video dazu. War nicht so toll von Chip Online. Aber nichtsdestotrotz geht es heute mal um, was ist im 8. Adventstürchen drin. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Und da haben wir nämlich für Spotify, Freunde, was. Und zwar nämlich den Music Recorder für Spotify. Finde ich persönlich eine ganz, ganz coole Sache, eine ganz, ganz coole Geschichte auch. Hersteller ist MediaTeam 66. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal anschauen. Na, wir wollen ja natürlich gucken, wie teuer das Ganze ist, ne? Geben wir das Ganze hier ein, hoffentlich findet da was. Ansonsten frage ich euch da draußen, ja, seht ihr hier, findet natürlich nichts. Oder wenn ich das hier eingebe und MediaTeam 66, vielleicht findet er ja dann was. Na, nicht wirklich. Okay. Sei es drum. Jedenfalls, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie viel die Software kostet. Mich würde das nämlich auch mal sehr, sehr interessieren. Weil ich glaube nämlich nicht, dass die Software, die Vollversion, kostenlos ist. So, mit der Software lassen sich Audiospuren aufnehmen. Und zwar, ich bin jetzt hier in Spotify, habe einige Pokémon-Sachen gehört. Keine Sorge, ihr werdet jetzt nichts hören. Das hat einfach damit zu tun, dass die liebe GEMA das nicht so wünscht und auch die Künstler das dementsprechend nicht wollen. Ich zeige euch aber zuallererst mal die Software. Genau, die ist nämlich hier schon gestartet. Die sieht nämlich so aus. Ein Fehler, den ich bemerkt habe, ist, und zwar wenn ich hier auf Optionen klicke, haben wir hier unsere Soundkarte. Ja, er nimmt aber nur, also quasi das interne Mikrofon auf, aber nicht so gesehen den Sound. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich hier auf Klangtest mache, also das funktioniert. Aber wenn ich jetzt hier, ich kann nur die Sachen auswählen, die hier zum Auswählen sind. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Sound klicke, ja, also dann habe ich auch nicht wirklich mehr Optionen, finde ich ein bisschen doof, weil so kann ich das Ganze zum Beispiel bei mir nicht aufnehmen. Also ich kann es so gesehen schon aufnehmen, aber ja, ist ein bisschen eine blöde Sache. Halt ohne Ton. Ja. Aber darauf komme ich jetzt noch zurück. Wir haben hier einen Punkt automatisch aufnehmen, beim Windows-Start ausführen. Hier haben wir den Ausgabeordner. Da heißt also, wo er das Ganze dann speichern tut, quasi die aufgenommenen Files. Und wenn ihr MP3-Dateien haben wollt, müsst ihr euch den LAM-Encoder installieren. Einfach mal danach suchen. Da findet ihr eine Excel-Datei, die einfach installieren. Wir können hier zum einen OGG oder WMA machen. Also OGG, ne? Oder eben Windows Media Audio File da. Oder eben hier Stereo, Mono, Bitrate und so weiter. Eben bei allgemein haben wir die Einstellung. Und bei der Soundkarte eben, ich kann da nicht wirklich mehr einstellen, wenn ich auf automatisch suchen klicke, sieht hier, automatisches Suchen ist fehlgeschlagen, Signalqualität gering, bla 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 bla. Ja, hier, wenn ich auf Updaten klicke, dann sucht er nach Updates, ob es da irgendwas gibt, und wenn es halt nichts gibt, gibt es halt nichts. So, jetzt, wie nehme ich auf? Habe ich mir nämlich auch überlegt. Ich habe überall den Schalter nach diesem Schalter gesucht, ne? Wo kann ich aufnehmen, wie kann ich das machen, wie kann ich jenes machen, und es geht eigentlich kinderleicht. Und zwar, hier auf Spotify, tu meinen Titel auswählen, aber ich tue jetzt noch ganz sicher nochmal wirklich auf Null das Ganze, ne? Tu das Ganze abspielen. Okay. Der berühmt-berüchtigte Vorführeffekt. Das Programm stürzt ab. Also das, nochmal starten. So, ne? Jetzt nimmt er auch auf. Nein, er nimmt nicht auf. Ja, das ist halt wert. Das ist halt live alles hier, ne? So, Spotify starten. Ich meine, es hat auch seine Gründe, warum ich so Sachen jetzt nicht wirklich wegschneide, auch wenn ich da vielleicht ein paar
Klicks weniger kriege, aber das ist mir doch sowas von gleich. Mir geht es um den Spaß und nicht darum, Tausende von Klicks zu machen, wie manch anderer YouTuber, der dann noch Straftaten begeht. Was geben wir ein? Pokémon. So. Aber Sound können wir ein bisschen geben. Ich tue den hier abspielen. Ja. Und er stürzt natürlich wieder ab. Das ist natürlich relativ blöd bei dem Vorführeffekt, weil bis jetzt ging es eigentlich immer. Hängt vielleicht mit OBS zusammen, keine Ahnung. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es bei euch funktioniert hat. Ist eine ganz, ganz dumme Geschichte, dass das nicht funktioniert jetzt auf einmal. Keine Ahnung warum. Weil bei meinen also bei meinen Testaufnahmen, da ging es, warum er jetzt nicht will, keine Ahnung. Ist ein Montagsmodell, keine Ahnung, weiß es nicht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und bin auch schon mal auf euer Feedback gespannt, Entschuldigung, was ihr dazu sagt zu dem Programm. Ich persönlich finde das Programm ja wirklich auch eine ganz gute Sache, eine ganz tolle Sache auch. Und ja, ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.